Jetzt beginnen die Chaostage. Das ist eine Headline von Bloomberg. Und damit meint man einerseits Frankreich, wo die Turbulenzen ungebrochen weitergehen, wo Michel Barnier, der Premier, mit einem Trick versucht, das Budget durchzubringen. Wahrscheinlich wird er dann bald, sehr bald, mit einem Misstrauensvotum entfernt, sodass Frankreich dann weiter unregierbar sein wird. Und auf der anderen Seite beginnen jetzt in Europa, speziell in Deutschland bei VW, die Streiks. Über 66.000 Mitarbeitende von VW sind im Streik. Das heißt, man sieht jetzt Bilder von Kämpfen, von Arbeitskämpfen. Wir wissen ja aus den Zahlen, dass viele große Unternehmen schließen, dass sie Leute entlassen. Aber solche Streiks machen noch mal etwas mit uns. Die bringen etwas auf den Punkt, was derzeit schief läuft. Und das läuft nicht zuletzt schief, weil in der Vergangenheit Fehlentscheidungen getroffen wurden. Warum wurden die getroffen? Weil man ein Mindset hatte, das davon ausging, wir in Europa und speziell in Deutschland, wir retten die Welt vor dem ganz bösen Klimawandel, und wenn wir vorangehen, dann werden uns alle folgen. Und wir sehen, nein, das dürfte eher nicht passieren. Wir fahren uns selber gegen die Wand. Die anderen sagen, oh, die Europäer und speziell die Deutschen, die sind schon ein bisschen merkwürdig, opfern ihre Industrie, und für was eigentlich? Naja, diese Frage muss man wirklich stellen. Gleichzeitig sehen wir aber, dass der DAX ein neues Allzeithoch erreicht hat heute. Und zwar, weil zwischenzeitlich die Dinge in Frankreich besser zu laufen schienen. Da gab es Hoffnung auf eine Einigung zwischen Barnier und Le Pen. Die hat sich dann allerdings in Luft aufgelöst. Und der Euro bricht ein, weil sehr wahrscheinlich ist, dass Barnier, der Premier, diese ganze Geschichte nicht überleben wird. Und wir wollen uns das ganze Chaos mal anschauen. Im zweiten Teil gehen wir dann zu Wall Street, aber erstmal mit dem Blick auf Europa, was uns ja ein Stück weit näher ist. Und hier sehen wir, da gab es nochmal einen letzten Vorschlag von Barnier, der gesagt hat, also hier, ich komme euch da entgegen, respektive dem Rassemblement National, also Le Pen. Und daraufhin schossen die Märkte erstmal nach oben. Hier ging es um solche Geschichten wie Medikamente, dass man da Zuschüsse nicht streicht und so weiter und so fort. All das hat nicht so wahnsinnig viel geholfen. Das Grundproblem ist, dass die Franzosen sagen, zumindest die Parteien, die sie gewählt haben, nämlich sowohl die Linken wie auch die Rechten, nein, wir sind nicht bereit, weniger Geld auszugeben. Wir wollen unseren Lebensstandard halten. Wir haben ein Recht darauf. Es ist eben, wie es ist. Wir sind la grande nation. Und dementsprechend sind wir nicht bereit, hier bestimmte Einschnitte zu ertragen. Und ja, es war der Staat, der geaßt hat, der eine Bürokratie sich leistet, auch in Frankreich. Da haben wir ja einige Parallelen. Wir haben diese Frontstellung der Parteien, die Rechtspopulisten in Anführungszeichen gegen die anderen. Die anderen verbünden sich gegen diese Rechtspopulisten, sodass keine wirklich guten Mehrheiten zustande kommen können, die dann wirklich Reformen Agendas auch mit nach vorne bringen würden. Und dann sehen wir hier, dann kam eben dieser Trick von Barnier, der sich auf Artikel 49.3 beruft, der es ihm erlaubt, dieses Budget einfach ohne Abstimmung jetzt mal zu dekretieren geradezu. Und das hat natürlich bei Le Pen und den ihren starken Unwillen hervorgerufen. Hat gesagt, das geht gar nicht. Wir werden bei dem jetzt anstehenden Misstrauensvotum werden wir auf jeden Fall gegen Barnier stimmen. Und man kann sich vorstellen, dass die linke Volksfront, die heißt wirklich so, das ist nicht die Volksfront von Judäa, sondern die jüdische Volksfront, da sollten wir nochmal genau unterscheiden. Nee, die französische Volksfront, na jedenfalls, die sagen, okay, da dürften wir mitmachen, wir sind nicht zufrieden mit Barnier, denn wir dürfen eins nicht vergessen, das wäre dann das erste Mal seit 62 Jahren, dass eben ein Premier seines Amtes enthoben wird durch ein Misstrauensvotum. In Deutschland haben wir da ein bisschen mehr Erfahrung. Inzwischen, so wetten bei Polymarket, liegt die Wahrscheinlichkeit bei 66%, dass Barnier das politisch als Premier nicht überleben wird. Und dann sehen wir, wie die Märkte reagiert haben. Wie gesagt, erstmal diese Freude, hurra, da ist doch jetzt nochmal der Wille da, sich zu einigen, dieses Entgegenkommen von Barnier, aber das hat Le Pen nicht gereicht. Daraufhin dieser Alleingang von Barnier, und wir haben gesehen, erst sind die Risikoprämien niedriger geworden.
Also die französischen Risikoprämien, also die Risikoprämien auf französische Staatsanleihen. Aber dann hat sich das Ganze wieder ein bisschen zurückentwickelt, so wie die Aktienmärkte auch. Und jetzt sehen wir, dass die Franzosen wieder über Griechenland sind, was die Risikoprämien betrifft. Nur Italien ist noch ein Stück weiter voran. Und in Sachen Schulden ist auch Italien noch ein Stück weiter voran. Aber man muss eins sagen, die gute Frau Meloni, die ja mit sehr viel Kritik an den Start gegangen ist in Sachen Finanzpolitik, ist das alles bisher ziemlich solide. Da beschwert sich keiner, da besteht keine Panik, ganz anders als in Frankreich. Also Frankreich ist, weil es eben auch die größere Wirtschaft ist, unser eigentliches Problem, neben eben Deutschland, das sich eigene Probleme geschaffen hat, aber einen Vorteil hat, nämlich die Verschuldung ist noch relativ gering, sodass, wenn man einen guten Weg findet, diese Schuldenbremse auszusetzen, dann aber nur für bestimmte Dinge, nicht noch um weiter in den Konsum zu verschieben, was wir immer gemacht haben. Wir haben in den letzten Jahren unseren Sozialstaat immer weiter aufgeblasen, statt eben in Infrastruktur zu investieren, statt in Innovation zu investieren. All das ist unterblieben und jetzt haben wir die Misere. Aber wie gesagt, im Gegensatz zu den Franzosen haben wir noch ein AAA-Rating und wir haben eben diese vergleichsweise geringe Verschuldung. Als der Euro eingeführt wurde, lag der Verschuldungsgrad zum BIP sowohl in Deutschland als auch in Frankreich bei 60%. Jetzt sind die Franzosen weit über 100%. Und der DAX, hier sehen wir das, der zieht nach oben, erstmal beflügelt durch diese Hoffnung, ja, gibt es vielleicht doch noch eine Einigung in Paris. Aber dann, und das ist vielleicht das Wichtigere, das hat hier Stefan Heibel gezeigt, ist die Shortquote sehr, sehr hoch im DAX. Da waren also viele abgesichert, oh, das könnte schief gehen. Und dementsprechend sehen wir jetzt wahrscheinlich Eindeckungen, Short-Eindeckungen, die müssen ja als Käufer auftreten, die das Ganze hier nach oben bringen. Und hier sehen wir mal das nach unten bringen des französischen Aktienmarktes. Im Grunde geht es hier um eine nicht reformierbare Bevölkerung, könnte man sagen, die eben letztendlich auf ihren Privilegien beharrt. Man hat gewisse Ansprüche, sie sieht nicht, dass die Zeiten sich ändern, dass man letztendlich auch das Mindset dadurch ändern müsse oder müsste. Wir haben eben diese Defizite, wir haben auch in Frankreich eine alternde Bevölkerung, auch wenn die noch eine höhere Geburtenrate haben. Und eben dieses Misstrauen jetzt seitens der Anleihemärkte. Wir sehen also, dass französische Aktien sich noch schlechter, deutlich schlechter als europäische Aktien entwickeln. Hier sehen wir das nochmal, der DAX ist da relativ gut aufgestellt. Das ist dunkelblau, der ist noch relativ gut drauf. Aber seit diesen Wahlen, die Macron ja erzwungen hat, eigentlich unnötigerweise, und da geht es mit den französischen Aktien nach unten. Und bei uns ist ja auch Neuwahl jetzt das Thema, aber die Panik ist eben nicht so da wie in Frankreich. Hier sehen wir mal einen Vergleich zwischen dem DAX, dunkelblau, und hier rötlich, das ist der CAC 40 heute, also der CAC 40, der französische Leitindex mit 40 Werten. Und wir sehen in den letzten Tagen, ist das doch sehr auseinandergedriftet. Wir sehen hier kurz diese, beim CAC, diese Aufwärtsbewegung, die hat der DAX noch mit dreifacher Geschwindigkeit gemacht und dann ging es runter. Der DAX hat sich das angeschaut, gesagt, ja gut, ein bisschen gehe ich runter, aber nicht so wahnsinnig viel. Und all das, könnte man meinen, ist ja nicht so furchtbar schlimm, wenn nicht da diese sogenannten Target-2-Seiten wären. Und da gibt es vor allem zwei große Problemkandidaten. Das ist Spanien und Italien. Die haben ein sehr großes Target-2-Defizit. Und Frankreich ist schon Nummer 3. Und wenn einer dieser drei großen Player mal sagen würde, oh, also hier mit der Eurozone, das ist vielleicht nicht mehr so gut. Wir müssen wieder unsere eigene Währung drucken, müssen wieder die Hoheit über die eigene Währung haben. Wir treten jetzt mal aus dem Euro. Ich weiß, dass wird nicht ganz einfach, aber es ist eben auch nicht völlig undenkbar. Und dann müssten wir letztendlich diese Forderungen eben abschreiben, nämlich wir Deutschen, weil wir letztendlich ja viel mehr exportieren. Das sind ja dann so Verrechnungskonten, die hier zwischen den jeweiligen Landesbanken, respektive der Bundesbank und etwa der Banca d'Italia oder der spanischen Notenbank oder der Banque de France eben stattfinden. So, und jetzt die Frage, was kann man tun, was wird man tun?
Und die einfachste Antwort ist natürlich wieder, wow, lass uns die Zinsen senken und eine laxe Geldpolitik machen. Nicht, dass wir vielleicht mal sagen, wir müssen jetzt die Ärmel raufkrempeln, wir müssen etwas ändern, wir müssen gucken, wie wir einen anderen Weg beschreiten, nachdem wir gesehen haben, dass der bisherige irgendwie nicht funktioniert. Nein, man wird jetzt wieder zurückgreifen auf, machst du Geld billig? Genau das schlägt Robin Brooks vor, der sagt ja, schaut euch doch mal die Daten an, Manufacturing vor allem, ein Katastrophal hier in der Eurozone. Also lasst uns den Euro schwächen, kostet ja nichts, indem wir die Zinsen senken und vielleicht früher oder später auch wieder französische Anleihen kaufen im Rahmen eines Quantitative Easing, so wie man das ja gemacht hat in einer Notfallaktion bei spanischen und italienischen Anleihen. Aber den Spaniern geht es jetzt wieder etwas besser. Die Italiener sind auch dabei, sich zu derrappeln, aber Frankreich ist eben schon ein großer Elefant in diesem Bereich. Und so sehen wir, dass manche angelsächsische Kommentatoren sagen, ja, der Euro, der hat echte Probleme. Deutsche Bank hat, glaube ich, heute gesagt, ja, der wird unter die Parität fallen. Es könnte unschön werden mit der ganzen Geschichte und der Dollar steigt, weil eben der Euro fällt, aufgrund des französischen Budgetdramas, könnte man sagen. Hier sehen wir das mal, wir sind 1% gefallen. Zwischenzeitlich dann wieder ein bisschen erholt aufgrund dieses Risikos. Und das Problem ist jetzt, wenn die EZB eben die Zinsen senkt, dann dürfte der Euro natürlich latent abwerten, wenn die EZB stärker senkt als etwa die US-Notenbank Fed. Und das wiederum bedeutet, dass ein abwertender Euro natürlich leicht inflationär ist oder stark inflationär. Wir müssen ja Rohstoffe wie Öl, all diese Geschichten, die müssen wir ja in Dollar kaufen. Und das werden wir an der Tankstelle merken. Zudem ja die CO2-Preise, die Gasnetzentgelte, die Stromentgelte, all das wird ja deutlich steigen. Also wir werden es richtig merken ab 1. Januar. Und wenn die EZB jetzt noch mitspielt in diesem Konzert und sozusagen den Euro schwächt durch Zinssenkungen, dann wird all das noch inflationärer werden und dann ist irgendwann die Situation die, dass du merkst, boah shit, trotz einer schwachen Wirtschaft haben wir inflationäre Tendenzen, also so eine Art Stagflation, was machen wir jetzt? Dann sitzt man richtig in der Patsche und nach wie vor ist es ja so, dass es einige Länder gibt, die über 2% Inflation haben. Deutschland gehört dazu. Die Franzosen haben da einen deutlichen Rückgang jetzt gehabt, aber wir sehen eben, das wird jetzt oder ist jetzt eine Phase, wo man glaubt, das machen zu können mit den Zinssenkungen, aber auch hier kommt die Rechnung dann eben später. Und normalerweise, und das ist das Seltsame, ist der Dezember für den Dollar eigentlich ein ziemlich schlechter Monat, der schlechteste Monat überhaupt. Und auch der Dollar ist ja jetzt nicht so der Weisheit letzter Schluss. Der steigt, weil man denkt, ja gut, der Donald, gell, der ist halt der Donald. Und wir sehen aber, dass der Dollar eben auch in den letzten 4 Jahren alleine 20% seiner Kaufkraft verloren hat. Und wenn wir jetzt mal nach Deutschland speziell gucken, dann hat hier Emanuel Bilminghaus die Situation so zusammengefasst. Laut RWE-Chef könnte es im Januar möglicherweise nicht mehr genug Strom geben. Handelsblatt sagt, Gas könnte im Winter ebenfalls knapp bewerten. Frankreich ist so pleite, dass wir uns ernsthafte Sorgen machen sollten. Der Krieg in der Ukraine läuft auch nicht so gut für die Ukraine. Dann natürlich die Zollgeschichte von Donald Trump, die uns dann jetzt in einer echt miserablen ökonomischen Situation treffen würde. Und eine stabile Regierung haben wir auch nicht, zumindest erstmal absehbar nicht, wenn im Februar die Neuwahlen sind, bis dann die neue Regierung dann am Start ist. Das wird auch noch dauern. Und hier dann Headlines Europas, Traditionsindustrie am Abgrund, Chaos-Tage bei VW und Stellantis, da ja der Chef entlassen worden. Auch da rumort es. Es rumort bei allen Autobauern, auch bei den japanischen. Aber jetzt sehen wir eben 66.000 Mitarbeiter von Volkswagen sind jetzt im Streik und dann heute neue Zahlen von Maschinenbau und Anlagenbau. Jetzt auch in der Krise heißt es hier, naja, schon etwas länger in der Krise. Also das, was unsere Kronjuwelen waren, das hat jetzt ein echtes Thema, ein echtes Problem und irgendwo keine Aussicht auf Besserung. Da sehen wir dann zum Beispiel symbolisch der Mercedes EQE-Verkäufe in China im Oktober. 0. Davor noch 7, dann mal 2, dann 9 vor Anfang 23, im Januar 23 immerhin noch 921, also ein Elektrofahrzeug, das etwa 40.000 Dollar kostet in China. Aber wir sehen, BYD hat jetzt Ford überholt als Autohersteller.
Honda versucht massiv zu cutten, Jobs zu cutten in China. Nissan hat riesige Probleme, VW jetzt mit diesen Streiks. Also man ist nicht nur seitens der deutschen Autobauer unter Druck, das ist wichtig. Aber in Deutschland haben wir das Problem, dass wir diese Degrowth-Ideologie haben. Also ja, wir müssen halt schrumpfen. Ich habe jetzt am Wochenende an Glühwein mit einer sehr klimabewegten gesprochen, die sagt, ach, so schlimm ist das nicht mit der Wirtschaft. Und da sagte ich, ja, und die Zahlen so? Ja, also in Sachen Klima ist sie extrem pessimistisch. Ich will, dass meine Kinder noch irgendwie leben können. Aber in Sachen Wirtschaft ist sie extrem optimistisch. Mir geht es eher andersrum, dass ich in Sachen Klima weniger pessimistisch bin als für die Wirtschaft. Aber so unterscheidet man sich. Aber jetzt eben auch für die europäische Wirtschaft da noch sehr wichtig. Was passiert denn eigentlich mit China? Und wir sehen, das Geschäft mit den USA ist stark gewachsen. Das mit China und vor allem Russland natürlich ist ziemlich stark zurückgegangen. Und wir sehen heute, trotz eigentlich passabler Einkaufsmanager-Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe, ist die Rendite der 10-jährigen chinesischen Staatsanleihe auf ein neues Allzeittief gefallen, auf 2%. Ein Allzeittief, das daher bedingt ist, weil sich der Immobilienmarkt nicht erholt. Man sieht zwar erste Früchte des Stimulus, etwa bei Manufacturing, aber die Chinesen stimulieren so, dass sie weitere Überkapazitäten schaffen, nicht den Konsum ankurbeln können, und der wird nicht angekurbelt, solange die Immobilienpreise nicht steigen, und die sind weiter gefallen, wie die heutigen Daten dann eben auch gezeigt haben. Und hier sehen wir mal, jetzt haben wir China. Da sehen wir das BIP und den Yuan, der da auch folgt. Und wenn jetzt da noch diese fetten Zölle draufkommen, die Seth Donald hier plante, dann wird es auch für China nicht so leicht. Und nach wie vor ist China für uns ja ein wichtiger Markt. Und hier sehen wir mal links die Herrschaften, die jetzt das Sagen haben. Da ist ein Jameson Greer zum Beispiel, der die rechte Hand von Lighthizer war. Da ist vor allem ein Kevin Hassett, auch jemand, der in Sachen Zoll ein ziemlicher Falke ist. Bei Bessent, dem designierten Finanzminister, weiß man nicht so genau, wie der sich verhalten wird. Aber wir haben dann noch Lighthizer in der Hinterhand. Dann gibt es noch so einige altgediente Recken aus der ersten Amtszeit von Trump, die teilweise auch juristisch ja verfolgt wurden. Also das wird jetzt eine Riesengeschichte. Es ist wirklich eine ziemlich dramatische Situation ökonomisch. Und wenn dann jetzt mit Trump noch diese Geschichte obendrauf kommt, dann bin ich mal gespannt, wie die ganze Geschichte weitergeht und wie es an der Wall Street weitergeht, meine Damen und Herren. Das im zweiten Teil, da gibt es extrem interessante Dinge. Und es gibt ein großes, großes Land, was in den deutschen Medien auch sehr gut wegkommt, das in einer ebenfalls echten existenziellen Krise ist, welches, das verrate ich Ihnen im zweiten Teil. Der Link wieder unter dem Video. Jetzt sage ich erst mal Servus, ciao.